meine Lieben, wir sind gerade Gassi. Heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Ich habe die Melli in unserer coolen Ergo-Baby drin. Ich habe sie gerade aus dem Schlaf gerissen, weil der Felix noch bei mir zu Hause im Bett liegt. Und ich nicht wollte, dass Mel weint, wenn er schläft. Deswegen dachte ich mir, ich nehme sie mit. Aber sie schläft ja zum Glück, oh, hier Schatten, sehr schön. Sie schläft ja sowieso zum Glück in der Trage sofort wieder ein. Und deswegen war es nicht so schlimm, sie kurz aus dem Schlaf zu reißen. Sie hat auch nicht geweint heute Morgen, als ich sie umgezogen habe. Also sie hat immer noch einen Schlafanzug an. Ich habe nur eine Jacke drüber gezogen und eine Mütze, seht ihr das? Ja, es ist nicht so kalt heute. Es ist richtig Bombenwetter. Entschuldigung, mich aussehe, aber ich bin gerade auch erst aufgestanden. Und da ist mein Hundi. Felix! Ja, und wir gehen jetzt eine Runde Gassi. Bei uns gibt es hier so schöne Ecken. Na gut, ich glaube, man kann das nicht mehr lesen. Das Nachbarort ist mir egal. Könnt ihr gerne sehen. So, ja, wir sind halt wie gesagt gerade Gassi. Wir holen heute ein ganz liebes Baby ab. Und ich freue mich darauf schon sehr, weil, ich weiß nicht, das ist halt ein Baby von unserer Kimi und es macht bei uns Urlaub, bis unser Baby da ist, was ich mir rebornen lasse. Um die Zeit jetzt sozusagen zu überbrücken, bekomme ich jetzt das Baby, weil es, na, ich möchte es jetzt nicht sagen, ja. Das finde ich auf jeden Fall echt toll von ihr. Zudem fahre ich ja nachher zu, ihr holt es ab. Und sie hat zwei neue Babys, die ich noch gar nicht kenne. Weil wir uns durch den Umzug jetzt sehr wenig gesehen haben. Ja. Aber die Babys möchte ich mir auf jeden Fall nachher auch noch anschauen. Also gleich, wir fahren gleich los. Um 10 wollte ich los, damit wir so um 11 da sind. Wir fahren nämlich eine Stunde jetzt von meinem neuen zu Hause nach Hamburg. Hier sind so viele Frösche und er will immer die Frösche fressen. Sieht ihr das? Er findet das immer voll cool. Oh, meine Hand wird lahm. So, Digga. Wir wieder umdrehen. Aber ich will mal gucken, was da hinter der Kurve ist. Mel schläft immer noch. Wie gesagt, sie liebt Tragen und wenn sie einmal weint, stecke ich sie in die Trage und es kommt mir so vor, als würde es ihr reichen, wenn sie die Trage schon sieht. Vielleicht soll ich die einfach ins Zimmer hängen, dass sie vielleicht immer ruhig. Wie findet ihr sowas? Nee, also sie mag das Tragen wirklich sehr gerne. Viele Babys mögen das ja. Ich habe meine Nichte auch in der Trage transportiert und die liebt es auch total. Also sie ist ein, manchmal echt ein Schreikind. Sie weint relativ viel. Also sie ist gerade 15 Wochen alt. Und dann ist halt so die Zeit, sie möchte alles entdecken. Und wenn du sie dann behandelst wie so ein Baby, also so einfach so in den Arm legst, dann meckert sie, weil sie es langweilig findet. Und ja, deswegen muss man sie halt immer schauen lassen. Wir waren gestern auch essen mit meiner ganzen Familie. Und da lag sie die ganze Zeit im Kinderwagen. Wir haben gestern einen neuen Kinderwagen für sie gekauft. Also für meine Schwester. Und ich muss mal kurz den Arm wechseln, Alter. Das wird ja richtig anstrengend hier. So, irgendwie bin ich es mit rechts besser gewohnt. Was hast du schon wieder entdeckt? Was hast du da schon wieder entdeckt? Hm? Komm. Digga, komm. Oh, das ist ein Wald, ne? Wow. Ja. Und da lag sie die ganze Zeit im Kinderwagen. Und das mochte sie absolut nicht. Sie wollte sehen, was wir machen. Und da hat sie die ganze Zeit geweint da beim Essen. Und wenn ich sie hier reintue, ist sie immer ruhig. Findet sie immer toll. Schläft sie immer. Digga, komm. Also, ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen von Tragen gemacht. Und jede Mutter, also oder jede werdende Mutter, die ich kenne oder sehe oder so, empfehle ich das Tragen auch immer. Es hat einfach eine gute Mutter-Kind-Beziehung und ich finde es einfach sehr schön. Felix, du bist immer... Genau, er weiß schon Bescheid. So, ja, also kann man auf jeden Fall gut selber bauen. Ich habe das selber gebaut jetzt. Ja. Von meiner Nichte braucht man da ja noch einen neugeborenen Einsatz. So, ja, und ich bin jetzt gleich wieder zu Hause. Ich werde euch gleich mal unser Ortsschild zeigen. Also die andere Seite
Ort Ausgang, damit ihr wisst, vielleicht in welche Richtung ich wohne oder in welche Richtung ich gezogen bin. Ich muss auf jeden Fall mal schauen. Also steht nämlich nächstes Dorf 6 Kilometer oder nächste Stadt halt 6 Kilometer und könnt ihr mal schauen, wie das kennt. Wer ist vielleicht irgendjemand hier, das kennt vielleicht. So. Aber schöne Gassi-Wege sind hier auf jeden Fall auch. Und auch sehr schön zum Spazierengehen für Mel. Ich gehe ja super gerne mit dem Kinderwagen spazieren. Das Problem ist jetzt, warum ich heute den Kinderwagen nicht mitgenommen habe. Erstens, weil ich mich beeilen muss, weil ich halt ganz schnell das Baby abholen möchte. Und weil es einfach viel angenehmer ist, mit dem Hund, mit der Kamera, die Mel dann einfach so zu tragen. Finde ich viel schöner. Und außerdem wollte ich es unbedingt mal machen mit Mel. Ich habe es noch nie mit Mel gemacht. Krass, oder? Ich habe die Trage schon so lange, aber habe es noch nie mit Mel gemacht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in unserem Dorf. Und da könnt ihr sehen, das ist so das nächste, was hier kommt. Wie ihr seht, liegt hier Rollsplit. Seht ihr das? Das ist richtig doof für Motorradfahrer. Ich bin ein Motorradfahrer. Und hier kam gerade so ein Auto reingebreddert, weil ich bin ja gerade am Ortsausgang und der kam hier so reingebreddert, wie so ein Vollbekloppter. Und hat dann gesehen, dass es Rollsplit gibt, hat sich fast hingelegt. Also sein Auto ist voll weggerutscht. Selber schuld, ey. Hier soll die Straße sein mit dem am meisten lebenden Hunden bei uns im Dorf. Hier heißt es wohl, dass hier mehr Hunde leben als Menschen. Möchte auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil es ja cool, wenn mein Hund auf jeden Fall auch so kleine Hundekumpels kennt. So. Gehen wir mal weiter. Und das ist natürlich auch sehr schön. Achso, ich kann euch gleich noch was zeigen. Wir haben gestern nämlich Zuwachs bekommen bei uns. Und das ist so süß. Wir haben kleine Hasenbabys bekommen. Miau. Wo sind die? Du Kalb. Sind Hallo. Die, stecken die sich? Ja, da. Oh nein, die unten. Sieht die gar nichts. Man sieht die nicht, glaube ich. Nee. Aber du bist süß, hallo. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren gerade bei der Post. Deswegen habe ich hier meine Sachen noch. Und ich konnte jetzt die ganze Zeit nicht vloggen, weil wir waren bis um 3:30, glaube ich, in Hamburg. Und dann waren wir gerade noch kurz bei der Post, weil ich hier muss noch Pakete wegbringen. Und ja, jetzt konnte ich die ganze Zeit nicht vloggen. Aber der Kleine liegt hier schon seit vorhin im Bettchen neben der süßen Mel. So snuckelig, so snuckelig. Wir werden ihn nachher auf jeden Fall mal umziehen. Er hat so ein richtig süßes... Ich hebe ihn mal hoch. So. Zack, 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 zack. Er hat so einen richtig süßen Schlafi an. Richtig süß mit so kleinen Wangen. Die schnuckelig. Es ist so cool, ein Levi zu haben. Obwohl er nicht bemalt ist, aber ich bin voll glücklich mit ihm. Es kommt auf jeden Fall nachher noch richtig viel, was wir machen. Aber ich muss gleich draußen erstmal ein bisschen helfen. Aber nachher ziehen wir ihn auf jeden Fall um und machen ihn hübsch. Weil er ist provisorisch mit Federn gefüllt. Und der ganze Bauch ist leider voll mit Federn. Das machen wir aber nachher alles schön, damit er zu seiner richtigen Mama nachher auch wieder ganz schön wiederkommt. Sie hat gesagt, ich kann ihn auch neu befüllen, wenn ich möchte, aber wir machen ihn einfach ein bisschen sauber und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall ist er so süß, auch wenn er nicht bemalt ist. Also ist ja komplett der rohe Bausatz. Ist er so wunderschön. Ist so unglaublich. Ja, und er liegt komplett anders. Er liegt wie so ein Baby im Arm. Und ich hatte ja auch vorhin ihren neuen Levi im Arm. Und oh, es ist so unglaublich süß. Sieht einfach so echt aus. Und es ist einfach der schönste Bau, den ich kenne. Und deswegen werden wir ihn uns ja auch kaufen. So süß. So. Ja, so schnuckelig. Wenn man ihn so sieht, kann man es noch weniger abwarten, bis meine endlich da ist. Er ist einfach so...
Oh, so Baby. Mel ist so schon so. Ja, so ein bisschen größer und er ist so Baby. Könnt ihr die ganze Zeit angucken. Ununterbrochen, es ist so unglaublich. So, meine Lieben, wir sind gerade im Garten und wir räumen hier gerade den Schuppen leer für die Hasen. Nebenbei bin ich hier am Googeln, weil wir Pizza bestellen wollten. Da wird ganz fleißig gearbeitet. Hallo. Es lädt noch. Und da ist der kleine Emil. Sitzt hier so auf so einem coolen alten Auto und schaut uns beim Arbeiten zu, obwohl er, glaube ich, eher die ganze Zeit schläft. Hier draußen muss ich öfters Videos drehen, ist, weil man. Das Licht ist so schön. Ja, auf jeden Fall ist der kleine Mann hier. Ich habe ihm noch ein Halstuch angezogen, weil es ist schon ein bisschen frisch. Und eine süße Mütze, weil er ist ja so kahl auf dem Kopf. Kahlen, deswegen lasse ich mir vor vier machen wir ihm noch eine schöne Mütze und dann liegt er hier auf seinem coolen alten Auto in unserem Pöppel. Und wenn Wind kommt, dann schaukelt der Maxi Cosi sogar von allein, weil das hier halt abgerundet ist. Diese, wie nennt man das hier? Motorhaube, genau. Jetzt schaut er uns schön zu. Währenddessen google ich hier nach unserer Pizzeria hier in unserem Dorf und gucke da beim Arbeiten zu. Nein, also ich habe gerade noch geholfen die ganze Zeit. Ich muss auch eigentlich helfen, aber ich soll jetzt kurz Pizza bestellen. Ja, aber hier ist wirklich tolles Licht, oder? Hier sollte ich öfter Videos drehen. Hell, aber irgendwie nicht zu hell. Hier stehen die ganzen Autos von unserem Vermieter. Schaut euch das an, das ist so ätzend hier. Also überall stehen hier Autos. Da hinten steht noch so ein Polizeiauto. Ja. Wir räumen da vorne gerade auf, wegen den Hasen, wie gesagt. Da habe ich euch ja schon mal gezeigt. Alter, was war das? Und es lädt hier immer noch nicht. Was ist das denn? Ich will es nochmal machen. Na, ich muss noch mal neu machen. Ja, wir waren ja vorhin bei der Kimi und die Kimi ist immer noch die beste Freundin, die man haben kann, finde ich. Die ist einfach in dem Thema so genau wie ich. Also, es sind Babys, aber halt immer noch Puppen. Ich finde, ich liebe diese Einstellung von ihr und sie bringt mich immer zum Lachen. Es ist so lustig und ja. Auf jeden Fall ist sie die beste Freundin, die man haben kann. Und sie kommt auf jeden Fall die nächsten Tage, also die nächste Woche kommt sie mal vorbei, macht sich extra den Weg hierher, von Hamburg hierher. Ihr habt ja heute Morgen gesehen, wo ich wohne. Da. Ist gesehen? Ich hab Benzin. Fahren immer alle Motorräder lang. Was hast du da? Benzin.
Zeig mal, was du da hast. Mein Ding. Oh, krass. Das ist gefährlich. Schnell, stell es mal irgendwo bei Papa hin. Oh, 12,80 €. Oh ja. Bei uns gekauft, aber nicht vorlesen jetzt, bitte. Ich wollte gerade. Schatz. Nee, alles gut, ich störe dich lieber nicht. Ja, auf jeden Fall kommt die Kimi zu uns und das macht uns sehr, sehr happy. Den Levi schön. Ich habe ihn vorhin schon umgezogen. Hier sind seine alten Sachen. Hier. Und er hat vorhin nämlich das hier anbekommen. Also eine richtig coole Jacke und eine richtig coole Jeans. Also ein richtig, richtig cooles Outfit. Aber wir wollten ihn jetzt schön machen, weil er voller Federn ist. Ich wollte euch das auch mal zeigen, damit ihr mir das mal glaubt. Deswegen habe ich jetzt hier unten gerade den Staubsauger parat gemacht, dass wir das einmal alles schön wegsaugen, was da so auf seinem ganzen Bauch ist und so. Das ist nicht so die schöne Art, also es ist auch ein bisschen komisch, irgendwie jetzt das Baby abzusaugen, aber ich denke, besser als, dass er jetzt hier mit so viel Federn rumläuft. Und dann kriegt er auch seinen Schlafanzug an, dann geht er auch schon ins Bettchen. Die Mel liegt auch schon im Bett. Die müssen wir gleich auch nochmal umziehen. Die hat nämlich auch schon. Die hat nämlich auch keinen Schlafanzug an. Machen wir gleich nochmal. Aber erstmal machen wir jetzt hier den Levi. Der hat nämlich auch zwei Bodies an, wie ihr seht. Der ist nämlich voller Haare. Hier sind auch schon ganz viele Federn. Seht ihr das? Das kommt hier halt schon so raus. Aber das machen wir jetzt alles schön. Ich hoffe, dass seine alte Mama mir nicht den Kopf abreißt, wenn sie das sieht. Aber sie hat eigentlich gesagt, ich kann machen, was ich möchte. Ich kann ihn auch neu befüllen, wenn ich möchte. Und von daher habe ich da überhaupt keine Angst, irgendwie, dass da auf jeden Fall irgendwas schief geht. Oh, das ist einfach Größe 50, dieser Body. Sieht so riesig aus, aber ist so mini. So.
Jetzt sehen wir hier auch schon, dass hier ganz, ganz viele Federn schon. Die machen wir jetzt alle wieder hübsch und alles sauber. Er hat auch zwei Windeln an, die natürlich auch komplett voller Federn sind. Das machen wir jetzt alles hübsch. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts von den sauberen Sachen hier dreckig mache. Weil jetzt wird es echt dreckig. Aber ich wollte es unbedingt machen, weil dann kann ich ihn auf jeden Fall auch andere Sachen anziehen. So, der Body ist natürlich voller Federn. So, und jetzt seht ihr auch das, was ich meine. Seht ihr das? Also er ist komplett voll mit Federn. Das machen wir jetzt alles weg. Haha. Windel würde ich sagen, machen wir auch mal eine davon weg. Weil, wie gesagt, hat er zwei um. So. Hier ist er auch voll mit Federn. Machen wir auch alles sauber. Alles machen wir sauber. Ist ein ganz wunderschönes Baby. So. Also, wir saugen ihn jetzt einmal kurz ab. Schauen, ob das so weggeht, wie ich mir das vorstelle. Auseinandergebaut. Hier haben wir ein paar Teile von ihm. Denn es geht einfach nicht so sauber mit dem Staubsauger. Der komplette Bauch ist immer noch voll haarig und alles. Ich habe jetzt die kompletten Federn rausgeholt. Und die ganzen Säcke habe ich auch rausgeholt, was alles drin war. Hier. Und ich bin jetzt bestimmt schon seit einer Stunde dabei und versuche den Bauch jetzt hier auseinanderzunehmen und sauber zu bekommen. Aber das braucht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen mache ich das auf jeden Fall morgen weiter.